Moin, moin, willkommen zu Lebensanker 1, den Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp nach dem erfolgreichen Auswärtsspiel in Nürnberg und vor der Länderspielpause, die jetzt ansteht, ist die Laune natürlich fantastisch, Scoop, oder? Wie sieht es bei dir aus? Ja, moin, moin Sepp, moin liebe User. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Freitagabend wirklich total begeistert, weil das war das beste Spiel der Zweitligasaison mit Abstand meiner Meinung nach. Was mich total überzeugt hat, war der Wille von Werder Bremen, dass sie echt bis zur letzten Minute, du hast bei jedem von 1 bis 11 hast du den Willen gesehen. Die wollten das Spiel unbedingt nicht nur den Punkt haben, die wollten auch die 3 Punkte haben. Die haben bis zum Schluss gekämpft, jeder war da, jeder hat alles gegeben. Also es war so super mit anzugucken, emotional als das 2-1 fiel, haben wir das Wohnzimmer fast hier abgerissen auf jeden Fall. Also richtig, richtig, richtig geil. Also ich muss mit Superlativen sprechen, weil die echt mal alles gegeben haben. Es war richtig schön zu sehen, man konnte mitfiebern, man war Werder-Fan, war stolz auf die Mannschaft. Nach dem Spiel, wie die Mannschaft Humba Humba Tetere mit den 1500 Fans gemacht hat, es war ein Traum, das zu sehen. Alles richtig, richtig geil. Aber, liebe User, liebe Sepp, lieber Sepp, wir kennen unseren Verein SV Werder Bremen. Und das ist das einzige Problem, was ich jetzt habe. Normalerweise müsste ich immer noch auf der Euphoriewelle ganz oben sein. Aber du kennst unsere Konstanz, du kennst den Verein Werder Bremen. Nach so einem Topspiel, das kann gegen Schalke nicht gut gehen. Die werden nicht mal so eine Leistung gegen Schalke nochmal abrufen, auch wenn sie jetzt alle sagen, jetzt sind sie im Flow, jetzt sind sie da, wo sie sein müssen. Also da ist wieder bei mir das Glas halb leer. Wenn sie das gegen Schalke bestätigen können, dann sage ich ganz großen Respekt, Hut ab. Und dann kann ich mal wahrscheinlich wieder noch positiver denken. Aber ich habe riesen Respekt davor, Sepp, dass das gegen Schalke wieder so ein 0-3 gibt oder 0-4 gibt, wo auf einmal gar nichts mehr geht. Erinner dich, vor der Länderspielpause 3-0 gegen Heidenheim, nach der Länderspielpause ein total schlechtes Spiel in Darmstadt mit 0-3. Also davor habe ich Respekt. Nochmal zusammenfassend, ein super geiles, super geiles Werder-Spiel. Es hatte alles, wir haben uns gefreut, wir haben mit der Mannschaft gefiebert. Man konnte sich richtig wieder mit diesem Verein identifizieren. Aber die fehlende Konstanz. Sepp, jetzt zu dir. Was ist deine Meinung dazu? Gibst du mir da recht oder sagst du, jetzt haben wir die Welle übersprungen und jetzt läuft es nur noch positiv? Na, so einfach ist es nicht. Sonst müssten wir ja schon wieder alles umwerfen, was du auch gesagt hast. Wir haben ja erstmal gesagt, das Statement, dass wir mit dem Aufstiegsrennen nichts zu tun hätten. Von daher ist das ja auch noch ein weiter Weg dahin. Natürlich, wenn du jetzt mal 7 Spiele gewinnen würdest in Serien, bist du natürlich dabei. Ne? Gar keine Frage. Ist ja einfach so, aber dann sind wir noch weit entfernt, auch wenn wir jetzt hier schon 3-mal umgeschlagen sind, das jetzt hier als Wunder schon dargestellt wird. Was halt super ist und was du ja auch gesagt hast, man hat einfach von Anfang an gemerkt, man wollte es, es war ja auch eigentlich verdient, also auch ganz objektiv, noch nicht mal mit unseren grünen, weißen oder bei dir ist es ja in diesem Fall blau, gelben Trikot oder Farben. Dass es eigentlich dann schon total fair war. Schlimm sicherlich wieder das Gegentor, total unnötig. Ja, sich auf der Außenbahn. Jung, okay, das ging dann noch. Schlimm war dann Rapp, der einfach so halbherzig den letzten Ball noch hatte. Bei Jung würde ich jetzt nochmal ein bisschen in Klammern setzen. War jetzt nicht gut, weil der hatte einfach 2 Gegenspieler da in dem Moment. Ja, Mitchell Weiser, wenn ihr euch das wieder anschaut, guckt euch das in der Zeitlupe an. Ne? Ey, der geht ja noch rückwärts. Weißt du, weg vom Tor. Ja, was ist denn da los wieder? Also da Sepp, ich muss ja, kannst Sepp, froh sein, ich muss dass ja kurz, dass das Spiel jetzt dann noch wieder gewonnen hast, aber so ein Abfallverhalten, ja. Ich muss ja, Entschuldigung, damit, ich muss ja sofort ins Wort fallen. Der ist bei uns im Fünfer, in einem 5-Meter-Raum, macht er den Kopfball und 2 Meter vor ihm, 2 Meter neben ihm, 2 Meter vor ihm, 2 Meter neben ihm, steht kein Werder-Spieler. Entschuldigung, dass ich hier sofort ins Wort. Das geht doch nicht. Im eigenen Fünfer. Ja, du bist doch vorher in der Szene. Es gibt so eine schöne Szene, wo die das nochmal, wo der Ball nach außen kommt, da siehst du es quasi auf einer Linie. Da bist du genau. Schon in der Überzahl. Ich weiß es nicht mehr auswendig, was es jetzt war, 6-4 oder so. Und dann ist halt echt mittelweise, der steht bei dem Mann und dann geht er nicht mehr mit, sondern geht rückwärts. Ja. Also, und die sind ja schon 6-7 Meter vor dem Tor. Also, was das für ein Verhalten ist, dann ist sowieso unglaublich. Und der ist mir auch wieder eher negativ aufgefallen. Dann kannst du ja noch froh sein in der Situation, dass du dann nachher da nicht das Tor noch bekommst. Die Hacke von Jung hat uns gewonnen. Ja, gut, da war es, glaube ich, dann bei dem Schuss war es dann nochmal abseits im Nachhinein. Aber ganz interessant auch, zu dem Zeitpunkt, so nach einer halben Stunde, war es auch so, dass der Ballbesitz auch mehr bei Seiten von Nürnberg war.
und so weiter. Und ich glaube, es war noch ziemlich ausgeglichen, was die Laufdistanz angeht. Aber das ist ja das hier meine Lieblingsszene. Und du hast ja gesagt, Laufen kann man trainieren. Anscheinend, aber Markus Anfang, der guckt heimlich immer mehr hier von den Aufnahmen, oder? Geht ganz stark von aus. Es scheint so zu sein. Sieht man ja. Das sieht man ja. Naja, das sind halt aber diese, das sind ja auch diese praktischen Tipps, die, weißt du, bei dieser Fußballlehrerausbildung überhaupt gar nicht da zum Tragen kommen. Bla 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 ist das da. Genau, und dann, naja, aber was wirklich, also es ist ja einfach nur ein Wert, man darf es nicht zu hoch greifen, andere Werte sind auch wichtig, aber wir haben diesmal wirklich 4 Kilo, also wir hatten schon mal so 200 Meter mehr oder so, wir haben mal 4 Kilometer mehr abgespult als der Gegner. Das finde ich bemerkenswert und wir haben auch dann sozusagen auch viele Pässe, wir hatten auch mehr Pässe insgesamt gespielt, was jetzt ja eigentlich auch schon so geht, so war, aber dass das wirklich mehr gelaufen ist. Und das kommt dann, glaube ich, doch durch die Systemumstellung beziehungsweise die anderen Typen, die jetzt mehr spielen. Weil im Bomb zum Beispiel, den ich jetzt auf der rechten Verteidigerseite auch eher als fürchterlich empfinde, im Mittelfeld geht das halt noch und der läuft halt relativ viel, der Junge. Der ist halt auch immer schon locker bei 12 Kilometern. Und der Füllkrug hat auch wahnsinnig viel, also als Stürmer viele Bälle oder viele Kilometer abgespielt. Spult. Man merkt, da sind auf jeden Fall etwas lauffreudige Herrschaften jetzt da. Und das heißt ja auch, die dann vorher gespielt haben, dass sie eher laufmüde sind oder faul, besser gesagt. Also das macht schon Unterschied. Und man sieht es ja auch, wir hatten das schon mal bei YouTube-Kommentaren gemacht, das ist jetzt nicht so, dass du sozusagen, dass du, wenn du mehr Ballbesitz hast oder mehr Pässe spielst, dass dann der Gegner mehr läuft. Nein, du kannst halt auch selber mehr laufen. Das ist einfach auch das Anbieten. Und man hat einfach, ich fand, man hat jetzt das ganze Spiel über gemerkt, wer da wollte, einfach wollte und wollte halt noch ein bisschen mehr. Und da kam das ja auch. Das wollte Made. Ja. Und sicherlich waren es jetzt keine spielerischen Highlights, wobei ich fand, war es mit die erste Chance, das war ein richtig schöner ein Spielzug eigentlich, so wo dann aber der Abschluss auch. Oh Mann, ey, der hatten aber auch Abschlüsse da drauf, oder? Da ist ja deine C-Jugend, die schießt der Hertha aufs Tor, oder? Mein Gott, da sind da Rückpässe, ne? Das will also, ich ja wohl meinen, dass die Hertha aufs Tor schießen. Ja, vielleicht sogar die Bambinis. Also, ja, genau. Aber da waren wirklich Chancen und da ist wirklich was drin. Ich finde jetzt, ich muss das auch mal kritisch wieder sein, da ist halt das Thema schon durch. Der Duksch, der ist auch schon chancentot, ne? Tut mir leid, ja. Also auch über die anderen Spiele, der macht jetzt wirklich nicht viele Dinger rein, ne? Also wenn du dem da 5 Torchancen machst, dann schießt er 1-2 Tore, aber nicht 4. Genau, da bin der ich verballert halt ganz schön was. Das ist jetzt kein eiskalter Stürmer. Was jetzt, glaube ich, ganz gut ist, ist wirklich diese, also die Spielart ist jetzt ja ein bisschen anders. Die spielen jetzt nicht mehr ganz so stark über das Mittelfeld, sondern wir haben ja früher mal gesagt, langer Hafer. Und erstaunlicherweise ist auch das Zusammenspiel zwischen Duksch und Füllkrug recht gut, muss ich sagen. Die ergänzen sich auch gut, weil er Stoßstürmer ist und der Duksch, der will, glaube ich, gar nicht so der reine Zentrumspieler sein. Der will lieber so ein bisschen drumherum spielen. Ja. Und von daher scheint es viel besser zu funktionieren als vorher. Also da gibt es jetzt auch wenig Möglichkeiten, das umzustellen. Aus meiner Sicht, da musst du halt schon so weitermachen. Und das war wirklich schön, dass sie sich das wirklich reingekämpft haben mit den Bällen und immer wieder. Und man hatte immer wieder das Gefühl, dass er Gefahr und wurden auch ein paar richtig gute Bälle gehalten vom Torwart, muss man auch sagen. Ne? Da will ich jetzt mal kurz was zu sagen. Das war nämlich auch, was mich total erfreut hat. Du hast ja eine Chance nach der anderen gehabt und der Martini hat ja gehalten wie ein junger Gott, hat ja Note 1 gekriegt, zu Recht nach dem Spiel. Ne? Ja. Und das wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Und das hat mir so gut gefallen. Werder hat nie den Kopf hängen lassen. Die haben immer wieder weiter, wieder Martina gehalten, wieder daneben, wieder eine Chance. Und die haben nie den Kopf hängen gelassen und haben gesagt, nein, wir müssen weitermachen. Und das war das, was mir so überragend am Freitagabend gefallen hat. Das war richtig gut. Dann Grosso wieder eingewechselt, Toprak wieder eingewechselt, Bittencourt wieder eingewechselt, die Achse, wo wir drüber gesprochen haben, das sieht auch wieder positiv für die Zukunft aus. Ich muss mal jetzt zwei andere Personalien reinbringen, wo ich sage, seitdem der Mann drin ist, ist die Abwehr auch stabiler geworden. Ausgeklammert das Gegentor wieder, aber Anthony Jung ist mein Mann, der den Wechsel da in die Abwehr gebracht hat. Du hast den Friedl nicht mehr auf der linken Seite, du hast jetzt den Jungen da und ich finde, der macht das 3-mal besser als der Friedl und da hast du mehr Stabilität drin. Und auch am Freitag habe ich den ganz genau beobachtet. Ey, der Grujew ist ein richtig guter Mann.
was der auch in den defensive Zweikämpfe geholt hat, was der noch nach hinten gearbeitet hat, gegrätscht hat und so weiter und fort. Also den musst du ja Anfang auch bitte weiter spielen lassen. Jetzt kommt natürlich ein Grosso wieder, aber den Grosso kannst du auch auf 8 spielen lassen, meiner Meinung nach. Den Gruas musst du jetzt weiter mitnehmen. Das hat mich begeistert, wie der gespielt hat. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war richtig, richtig gut. Und da darf er bitte nicht rausnehmen. Und wie gesagt, nochmal, dieser absolute Wille, ich glaube, das habe ich schon gefühlt 5 Jahre nicht mehr gesehen. Das wäre da, wir haben nie aufgegeben. Irgendwann sagst du ja, boah, heute kriegen wir das, heute treffen wir das Tor nicht. Nein, wer da immer weiter nach vorne gespielt. Und das ist nochmal die Sache, die mich so begeistert hat. Wir haben den Sieg erzwungen. Und wäre Martin ja nicht gewesen, gewinnen wir das Spiel 4-5-1. Meiner Meinung nach darf sich keiner beschweren. So viele Chancen, wie wir hatten. Definitiv. Ja, wir hatten vor allem auch relativ gute. Das ist aber wirklich traurig, wie wir damit teilweise umgegangen sind. Die sollten mal auch Abschlüsse, das kann man ja auch drin trainieren. Du hast es ja auch angesprochen. Rapp ist ja auch noch einer, der jetzt, glaube ich, die 5. Gelbe bekommen hat. Der Friedl ja auch. Aber der war eh etwas schlechter drauf. Von daher ist es ja gar nicht mehr schlecht, dass die das jetzt schon eine Halbzeit gespielt haben. Und ich glaube sogar, die würden das wieder tauschen. Die würden, glaube ich, Grosso auf die 6 mehr und Gurf dann auf so eine 8 stellen. Aber schlussendlich ist es ja auch egal. Aber ich bin dabei, der hat es auf jeden Fall sehr, oder der macht es jetzt schon. Wir hatten ihn ja auch schon vorher ein, zwei Spiele gelobt, auch wo es dann schwierig war. Der macht es echt gut. Und was ich aber jetzt nicht verstehe, Mitchell Weiser hat sich, glaube ich, aufgeregt, wenn du es gesehen hast. Ich muss nochmal auf ihn zurückkommen. Bei der Auswechslung, ja, den hättest du ja auch schon nach 20 Minuten vom Platz nehmen können, so ungefähr. Ja. Also, was mit dem Jungen los ist. Also, man hat ja, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Weißt du, das ist das eine gute Spiel, da wo der das Tor sogar geschossen hat. Aber da ist ja, da läuft auch gar nichts zusammen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Sepp, aber wir kennen uns jetzt ja auch schon jahrelang. Wir reden ja auch schon jahrelang über den SV Werder Bremen. Wir hatten immer in der Saison so einen Lieblingsspieler und einen Hassspieler. Und Mitchell Weiser ist für mich jetzt schon der totale Hassspieler, definitiv. Weil ich ja, bei mir, meinen kennst du ja. Ja, genau. Weil ich da bei dem halt immer im Hinterkopf habe, 190 Bundesligaspiele. Bayern München, Bayer Leverkusen, Champions League und so weiter und so fort. Da kann ich wieder nur sagen, ey, wenn du keinen Bock hast, Junge, dann pack deine Sachen und fahr wieder. Dann spart Werder sich das Gehalt und ist gut. Weil das ist mein absoluter Hassspieler jetzt geworden. Den braucht er gar nicht mehr einsetzen. Dann Thema 5. Gelbe, haben wir auch sofort diskutiert. Finde ich aber jetzt, weiß ich, bei euch User vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich finde das nicht so schlimm, weil ein Friedl fällt aus, dafür wird ein Toprak kommen, gehe ich ganz stark von aus, der hat noch 14 Tage, und ein Rapp fällt aus und dafür wird ein Grosso kommen. Und deshalb finde ich, das hört sich vielleicht für euch User jetzt ein bisschen blöd an, aber deshalb finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, weil die Alternativen rücken halt nach. Deshalb finde ich, einen Friedl kannst du definitiv mit einem Toprak ersetzen, da mache ich mir gar keine Sorgen. Und einen Rapp kannst du definitiv mit einem Groß ersetzen. Also deshalb mache ich mehr mit der 5. gelbe Karte. Ja, also bin ich auch bei dir. Das ist ein bisschen jetzt wieder das Gestörte, aber macht es auch für den Trainer manchmal auch einfacher, dass du jetzt nicht vor der Qual der Wahl stehst, sondern quasi 2 fallen aus. Du hast die anderen Leute da, wie du es gerade gesagt hast, dann spielen die einfach. Und da muss man halt, kann man sich danach wieder Gedanken machen. Ne? Spielen sie halt gut gegen Schalke, es ist ein gutes Ergebnis, bleiben sie vielleicht eher drin. Geht es in eine andere Richtung, muss man halt nochmal überlegen. Aber jetzt komme ich nochmal noch zum, es ist ja heute gespickt hier schon mit kleinen Nettigkeiten oder Nicklichkeiten. Einer, du hast, glaube ich, mal irgendwann auch gefragt, Schönfelder, ja, was mit denen ist, auch mit der Entwicklung. Da kommt jetzt ja immer wieder rein. Jetzt hat er ja schon fast 20 Minuten gespielt. Also ist das schon immer im Zug, war auch sehr interessant, weil wenn man da einmal das Interview vor 3-4 Wochen zitiert hat von Markus Anfang, war er ja eigentlich so, ja, wir wissen nicht so ganz, was wir mit dem sozusagen anfangen sollen, wo die seine Position ist. Aber ich sag mal, bei Roger Assalé steht er weiterhin die Null, ja, was Einsatzminuten angeht. Also ich weiß gar nicht, da kannst du auch einen A-Jugendlichen langsam wieder hochziehen, oder? Also gibt's ja einen U19-Spieler, oder? Was soll der jetzt noch im Kader? Der spielt doch eh nicht mehr. Dreh mal bitte die Zeit zurück. Erinnere dich am 31.8. Ich glaube, wir beiden haben es selber gesagt. Gerade ich habe auch gesagt, super Transfer am 31.8. zum Ende der Transferperiode. Mitchell Weiser und Roger Assalé. Jetzt sind wir 2 Monate später. Die beiden werden wahrscheinlich, ja, Weiser wird wahrscheinlich noch spielen, aber Assalé wird bis zur Winterpause, glaube ich, kein einziges Spiel machen, oder? Ja, ich wüsste jetzt ja auch nicht für wen sollst du ihn jetzt noch einsetzen. Also wenn jetzt mit diesem Zweiersturm ist sowieso schwierig. Da fällt auch der Dingchi nochmal ab, sagen wir mal so. Aber der wäre wenigstens von mir aus noch jemand, der dann, weil Romano Schmidt ja auch spielt, dann kannst du ihn halt relativ weit vorne noch in dieser Halbposition dann das spielen lassen, so linkes oder rechtes offensives Mittelfeld. Aber Assalé.
Jetzt, weiß ich nicht, ihr müsst es dann mal 5-0 gewinnen oder so. Da kannst du es immer wieder reinbringen, 5 Minuten. Damit der Clemens Fritz wieder sagen kann, wir bauen ja auf den Jungen, der wird uns noch viel Freude machen. Genau. Aber vielleicht ist er ein guter Kartenspieler, ja. Ja, man weiß es nicht, ja. Oder kann gut Bier holen, weil der Anfang hat ja gesagt, auf der Rückfahrt, die sollten sich ruhig mal 1-2 Bier genehmigen, haben sie jetzt verdient nach der Leistung und so weiter, nach den Nackenschlägen, ja, die genau. Sie gekriegt haben. Fand ich auch gut von Markus Anfang. Aber jetzt, wo du so langsam die Kritik ansprichst, muss ich jetzt natürlich auch sofort wieder einen Kritikpunkt loswerden, wo ich gestern, ich habe es über das Handy gelesen und wo ich fast schon wieder mein Handy sofort aus der Hand geschmissen hätte. Hast du gelesen, was Markus Anfang nächste Woche in der Trainingswoche vorhat? Ja, also vielleicht ganz, ganz kurz noch Markus Anfang, der ist ja noch auf Reisen gewesen. Also jetzt ist ja heute Sonntag hier bei der Aufnahme. Der ist gerade unterwegs. Ich glaube, er müsste jetzt in Aue sein. War gestern in Regensburg. Genau, du hast recht, die sind quasi gestern, also Samstag, zurückgekommen. Ich glaube, heute ist Sonntag, ist frei und Montag ist auslaufen. Und dann gibt er, glaube ich, dann gibt er, glaube ich, ab Mittwoch frei oder so, ne? Hier. Aufgeschrieben. Was soll das? Was soll das? Sag mal ganz ehrlich, was soll das? Ja, weiß ich nicht. Ein, zwei Tage kann ich vielleicht gerade noch mitleben. Aber der gibt den wieder bis 4 Tage frei. Was soll das? Kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Ja, da siehst du, dass er immer noch nicht alles gehört hat von unseren Aufnahmen, sondern nur einen Teil. Ja. Weil da gebe ich dir recht, wir haben jetzt ja nicht gerade wieder 15 Nationalspieler auf Reisen. Und wir haben ja genug Probleme. Siehe Chancenverwertung, Ecken. Wir haben auch wirklich, das zieht sich jetzt, ich habe das gar nicht ausgewertet im Einzelnen, aber wenn ich mir das nochmal so angucke, haben wir bei Eckverhältnissen sind wir wirklich meistens vorne. Wir hatten jetzt auch 9-2 Ecken. Ja. Ja. Aber nichts. Hier gibt es nicht die alte Regel, 3 Ecken, 1 Elfer. Also da müssen wir ja schon 3 Tore mehr geschossen haben. Ja. Also da muss viel mehr kommen, da gebe ich dir recht. Genau. Und nur weil wir jetzt einmal 4 Kilometer mehr laufen, müssen wir auch halt auch, wir müssen da mehr, wir müssen im Wald ein bisschen laufen da. Wenn Sepp, schon nicht spielen. Ich merke, du verstehst mich. Du verstehst mich. Auch jahrelang verstehst du mich und ich kann es nicht verstehen, dass man da wieder 2 Tage kein Thema, aber wieder 4 Tage freizugeben. Was machen die Jungs denn die 4 Tage? Die fliegen doch irgendwo in die Sonne hin, lassen sich den lauen Lenz machen und so weiter und so fort. Also ist jetzt mein. Ich übertreibe jetzt, du weißt, was ich meine. Ja. Ne, aber das kann doch nicht sein, dann muss ich doch jetzt weiter am Ball bleiben. Gerade, du hast es gesagt, wir haben die Mannschaft zusammen. Es sind vielleicht 3, ich meine, es sind 3 Spieler weg, wenn überhaupt sind 3 Spieler weg. Und dann hast du doch so lange Zeit jetzt mit den Jungs. Ich muss dir doch nicht 2 Wochen nur Power geben. Aber wie du schon gesagt hast, dann mache ich 2 Tage lang nur Standardsituation. Freistöße, Eckbälle rein. Mache ich 2 Tage lang. Da kommen die Jungs doch sogar mit einem Lächeln zum Training, weil sie wissen, heute wird nicht gut gepowert, heute üben wir die Eckstöße. Da haben die doch Bock drauf. Und die Abwehrspieler haben auch Bock drauf, weil da entsteht doch ein Wettbewerb. Abwehrspieler gegen Stürmer. Wir zeigen es. Du machst ist auch ein Wettbewerb. Da kann ich die doch bei Laune halten. Ich verstehe es absolut nicht, warum da wieder 4 Tage freigegeben werden. Ich habe da keine. Also du hast recht. Ich glaube, es ist noch gar nicht raus. Aber was, glaube ich, ist U21, Mai und Mbom. Genau. Rolf müsste ja auch dann, der ist, glaube ich, bei der U20 dabei. Kulare, genau. Boah. Pavlenka ist nicht mehr, denke ich, ne? Velkovic noch. Velkovic müsste noch. Apro Velkovic, Sepp, war das eine Flanke zum 1-1 von Füllkrug? Ich dachte, wer war das, Velkovic? Ich habe mir das 3-mal in den Zeiten über angeguckt, was wirklich der Velkovic war. Was war das für eine überragende Flanke? Und Lücke, nach dem Loch, in dem er drin war, setzt sich überragend gegen 2 Nürnberger Abwehrspieler durch mit dem Kopfball. Ne? Ja. Und den setzt dann auch richtig überragend. Also da muss ich sagen, Hut ab, also vor dem Vorlagengeber und beim Tor, wie der Fülle sich da durchgesetzt hat, ganz, ganz großes Tennis. Ja, komisch, ne? Da war vorher wirklich, der hat nichts getroffen. Das eine Ding, dadurch ist es geklappt. Jetzt ist er eigentlich wieder da, wo man ihn auch mal hingehofft hat, weil er natürlich auch 10, 15 Tore schießen kann. Ja, natürlich. Und also wenn er nicht verletzt ist und so weiter und dann in Form ist, geht das ja schon, hat er auch schon gezeigt, aber der war jetzt ja wirklich da, was waren da fast 8 Spiele außer Tritt, ne? Und bei diesem Kopfball, beim 1-1, hast du gesehen, auch die Gier bei ihm persönlich, nochmal, ich wiederhole mich, überragend, wie er sich gegen 2 Nürnberger Abwehrspieler durchsetzt. Ja. Also ganz große, und er setzt den noch ins lange Eck, also sozusagen, ich übertreibe jetzt mal, der dritte Abwehrspieler war ja noch der Torwart von Nürnberg, der an diesem Tag überragend hält, aber den setzt er auch noch ins lange Eck, wo kein Torwart der Welt rankommt, ne? Also das macht er schon richtig gut. Nee, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, das war super.
gemacht. Aber wie ihr seht hier, wir finden immer auch schon was, wo wir die Wunde reinlegen. Und da habe ich natürlich noch mal was. Ich glaube, das war auch dann diese zweite Chance, wo das dann bei Pavlenka war. Da hast du es doch wieder gesehen. Der Pavlenka, ey, der ist 2 Meter groß, ja. Der Ball ist in seinem 5-Meter-Raum, 3 Meter vom Tor oder 4 Meter. Und da fäustet der mit beiden Dingern, also ich kann das nicht verstehen. Das erinnert mich immer an dieses Köln-Spiel, wo der da den einen Ball verloren hat gegen den Stürmer. Und das haben wir doch sogar auch schon mal aufgenommen. Ich weiß es, der war, glaube ich, nur 1,70 groß. Freunde, also diese Strafraumbeherrschung. Ja, aber gut, nicht Werder Bremen hat ja wenigstens gewonnen, alles gut. Ja, aber nicht nur die Strafraumbeherrschung, auch wieder die 2 Bälle, die er einfach ohne Gegenwehr einfach ins Aus pült. Ja. Kannst du dich erinnern, nach 5 Minuten, wo der Rückpass kommt und er pült den einfach ins Aus? Kannst du dich daran erinnern? Ich denke, was ist denn hier? Das ist ohne jegliche Gegenwehr. Aber wo wir gerade bei den Kritikpunkten sind, da möchte ich nochmal dir jetzt persönlich eine ganz bestimmte Frage stellen. Der U21-Nationaltrainer von Deutschland nominiert Mai. Jetzt zu dir. Ja, gut. Der hat jetzt den Podcast jetzt noch nicht gehört. Ja, wahrscheinlich. Wir können jetzt aber keinen U21 DFB aufmachen. Das wird dann, glaube ich, noch sehr schwierig. Wobei es, glaube ich, interessant wäre. Das ist immer eine interessante Mannschaft. Vor allen Dingen dreht sich da. Also würde sich viel, viel drehen, immer jedes Jahr oder alle 2 Jahre. Ja. Aber mit welcher Berichterstattung? Also für mich ist der halt durch. Aber das war der halt ja auch schon vor vielen Wochen. Ich erinnere, wie gesagt, ich kann das immer nur zitieren. Er hat da schon aufgeregt gegen Düsseldorf, wir haben das Spiel gewonnen. Da hat er das schon in den ersten 20 Minuten da Dinger gemacht. Ich sage, so kommt denn der her? Völlig unnötig und soll aus meiner Sicht kein Spiel mehr machen. Weg mit dem. Ja, deshalb sage ich ja, mit welcher Berechtigung wird so einer nominiert für die U21? Aber das steht wieder auf einem anderen Blatt Papier. Das wird auch zu weit jetzt unseren Podcast hier sprengen, sage ich jetzt mal. Wir sind nicht U21-Podcast, wir sind Werder Bremen-Podcast. So sieht's aus. Aber wo wir gerade. Wo wir gerade dabei sind, ein Satz oder 2 Sätze dazu, dann nicht mehr weiter. Hut ab, Florian Kohfeldt. 3 Spiele, 3 Siege. Hut ab, mehr sage ich nicht. Okay, dann haben wir jetzt mal den Nicht-Werder-Teil mal jetzt abgeschlossen. Dann haben wir mal zurück zum Spiel. Also sehr gut. Schreibt auch gerne mal rein, wie ihr es empfunden habt, auch wie ihr den Siegeshunger der Mannschaft gesehen habt. Es muss natürlich auch dann deutlich mehr kommen. Man muss auch mal viele Spiele gewinnen. Ein Sieg jetzt nach auch 2 Unentschieden bringt einen jetzt auch nicht weiter. Alles gut und schön, aber sicherlich keine schlechte Leistung. Die Nürnberger hatten, glaube ich, über 20 Spiele zu Hause nicht verloren und haben da auch schon eine gute Mannschaft. Interessant halt jetzt diese Art Fußball zu spielen, aber wir hatten es ja angesprochen, dass die Sicherheit fehlt, dass dieser viel Ballbesitz, viele Pässe und so uns eher mehr in Probleme bringen. Das ist jetzt gegen die etwas besseren Mannschaften anscheinend auch eine Methode, wo es vielleicht auch einfacher umzusetzen ist, weil die jetzt sagen, naja gut, wir wollen auch das Spiel machen. Ja, also die haben halt automatisch selber auch ein bisschen Ballbesitz, aber gerade das Läuferische hat mir gut gefallen, das war wirklich gut und der Einsatz hat gestimmt. Und es scheinen sich jetzt auch rauszukristallisieren, dass langsam so die einzelnen Spieler mehr oder weniger auf ihren besseren Positionen spielen. Wie gesagt, Mbom als Rechtsverteidiger möchte ich hier auch nicht gerne sehen in der Viererkette. Für mich eine absolute Vollkatastrophe. Bei der U21 habe ich auch ein paar Spiele gesehen, auch eine völlige Vollkatastrophe. Ja, Mittelfeld, das war immer schon mal so eine Geschichte, ist vielleicht nicht so schlecht. Fällt er vielleicht auch mit den Fehlern nicht so schnell auf, weiß ich nicht. Ja, das ist halt auch wirklich interessant. Es gibt halt einfach Spieler, die nur auf gewissen Positionen gut spielen können. Das ist dann halt so. Andere gibt es, die können ganz zwar quasi überall hinstellen, aber die sind dann halt auch limitiert manchmal in ihren Möglichkeiten. Und da ist es schon wichtig, das sozusagen zu machen. Dass wir jetzt in so einem 3-5-2, 5-3-2 spielen, finde ich schon interessant. Aber mittlerweile spielen sogar durchaus einige Mannschaften mit 2 Stürmern. Ist ja gar nicht so schlecht und außerdem ist es ja sehr variabel, wenn jetzt sagst, der Füllkrug spielt wirklich richtige Spitze, ist es ja auch dann wieder eine 1 vorne. Der Dux könnte ja auch dann eine 1 dahinter sein und dann spielst du mit, weiß ich nicht. Wenn sie einer zurückfallen lässt, dann spielst du ja irgendwie so ein 4-4-1-1 oder so. Also, da gibt es ja so viele Möglichkeiten, aber ich bin jetzt erstmal ganz gut gestimmt. Schalke wird sicherlich interessant, ist glaube ich ein Samstagsabendspiel. Also das heißt für alle auch wieder sozusagen auch andere Möglichkeiten, das frei wieder zu gucken, was auch immer ganz schön ist. Und die spielen jetzt ja gerade noch, muss man mal abwarten, wie die drauf sind. Die Schalker ja auch nicht so schlecht. Das wird bestimmt spannend. Also die Hütte ist voll, also was will man mehr? Ne? Da also zwei wird es brennen.
zwei Samstagabendspiele jetzt hintereinander, ne? Zu Hause gegen Schalke und dann danach das Wochenende in Kiel. Wir haben jetzt zweimal hintereinander, Samstag 20:30. Ja. Und wenn du da nochmal, jetzt müssen wir ja wieder träumen, wenn du aus diesen beiden Spielen natürlich 6 Punkte holst, dann aber Chapeau, Chapeau, ne? Trotzdem haben wir da nichts mit dem Aufstieg zu tun. Definitiv nicht, sage ich immer noch, unterschreibe ich dir immer noch, weil der Abstand viel zu groß ist. Aber das wäre schon cool, Schalke zu schlagen und den Kiel zu schlagen, das wäre natürlich auch noch aus. Da wären wir fünf Spieltage umgeschlagen und 3 Siege hintereinander. Das wäre schon Chapeau, Chapeau. Ja, jetzt haben wir ein schönes Verhältnis, wo immer die 19 quasi hervorkommen. 19 zu 19 im Torverhältnis, 19 Punkte. Aber wie du gerade schon sagst, wir haben jetzt gerade 5 Punkte auf Platz 3. Wenn die Schalke heute gewinnen, sind es dann sogar nochmal 6 Punkte. Und es war eigentlich auch schon wichtig zu gewinnen. Kiel hatte ja auch gewonnen. Die waren ja auch jetzt nochmal vor ein, zwei Spielen irgendwie Tabellen 16. oder 15. Ich glaube, 16. waren die eine Zeit lang. Also das rückt ja auch alles nach. Ich weiß nicht, Sandhausen, das Spiel wurde abgesagt. Sollten die auch einen Punkt haben? Was ist jetzt der, sagen wir mal, die würden noch einen Punkt holen. Ist jetzt zwar gegen Pauli, aber sei es drum. Dann hätte der 16. 13 Punkte. Ne? Also da war schon Sieg wichtig. Hättest du jetzt verloren, hättest du 16 gehabt, dann wärst du nur 3 Punkte. Also muss immer in beide Richtungen gehen. Ne? Also genau, definitiv. So, auf den 15. aktuell sind es halt auch 6, nach oben 5, beziehungsweise wenn Schalke gewinnt, auch 6. Also du bist immer noch genau im mittleren Bereich und die graue Maus. Also, schönes Spiel, schöner Sieg, ist alles gut. Macht jetzt auch Spaß sicherlich vor der längeren Pause, aber da muss man mal gucken. Und wie du schon sagtest, ist es schlecht, dass jetzt so wenig trainiert wird. Ja, das ist hart. Thema Systemumstellung, also das mache ich ja dem Florian Kohfeldt immer noch einen Vorwurf. Erinnere dich dran, wir haben gegen Bielefeld damals das Spiel gewonnen, da waren wir alle schon gesichert und da haben wir ziemlich unattraktiven Fußball gespielt, aber haben die Punkte geholt, aber Kohfeldt meinte dann ja wieder so, wir müssen jetzt wieder attraktiv spielen, hat er uns gedankt mit dem Abstieg, sage ich jetzt mal so. Und deshalb, Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin selber ein Trainer einer C-Jugendmannschaft, ich will die Spiele gewinnen und wenn ich mit unattraktiven Spielen die Spiele gewinnen, ist mir egal. Fußball ist ein Ergebnissport, ich brauche die Punkte. Und wie gesagt, vielleicht wären wir noch in der Bundesliga, wenn der Kofel nicht darauf anders reagiert hätte. Und deshalb muss Markus anfangen, jetzt definitiv bitte das System beibehalten. Ne? Ja, da gebe ich dir recht. Das ist auf jeden Fall erstmal das Wichtigste. Und wenn es dann halt einfach so läuft oder so und du vielleicht das perspektivisch aufbauen kannst, dass du da auch dann nochmal über einen längeren Zeitraum auch mal einen guten Fußball, attraktiven Fußball spielen kannst, okay, das ist nicht schlecht, aber erstmal musst du Punkte holen, weil das bringt dich halt in allem weiter. Ist halt leider so beim Sport mittlerweile auch, was Tabellenränge angeht, internationales Geschäft, TV-Geld, Plätze und so weiter und so fort. Von daher, ob du da hässlich spielst oder so, ist es völlig egal. Ja? Also es bringt jetzt nicht schön zu sterben. Und wie du gesagt hast, wir sind schon abgestiegen deswegen. Und das ist mir jetzt auch eigentlich egal. Hauptsache, wir schießen da jetzt erstmal die Tore und holen die Punkte. Ja, das ist jetzt, muss man ja auch ehrlich sehen bei uns, wir sind jetzt ja auch nicht ausgelegt, wir sind jetzt ja kein Top-Favorit, der ja mit 100 Millionen vollgestopft ist, ja, wo du Leute hast, die eh alle schwindelig spielen. Das ist nur eine Frage der Zeit ist, dass du jetzt sagst, okay, komm, lass den Schieflampe weiterspielen. Dann, weil wir irgendwann machen wir eine Serie und gewinnen 10 Spiele. Das ist jetzt ja nicht so, ja. Genau. Wie gesagt, wenn der Geldkoffer hier wäre und du hättest einen Kader, der, weiß ich nicht, Champions League wäre, dann kannst du sagen, na gut, dann sollten wir jetzt nicht lange Bälle spielen. Aber so müssen wir gucken, dass wir unsere Punkte holen und weiterkommen. Und wie gesagt, schön ist, dass wir jetzt erstmal ein bisschen Ruhe haben, Länderspielpause, ganz kurz noch in eigener Sache. Wir machen natürlich auch ein bisschen fahren wir quasi auch runter und entspannen uns. Wir werden dann nochmal in der nächsten Woche einfach mal News und Updates ein bisschen bringen. Dadurch, dass der Trainingspause teilweise ist, mehrere Tage, wird es ja nicht ganz so umfangreich, aber dass ihr nochmal auf dem Laufenden seid, dann geht es natürlich wieder auf die Vorbereitung. Schalke, großes Spiel und wir gucken auch nochmal, ob wir zwischendurch nochmal ein Special aufnehmen können. Das sieht ganz gut aus, was wir dann auch relativ kurzfristig dann noch rausbringen werden. Das dauert aber noch ein bisschen. Kleines Thema finde ich noch ganz kurz, dann können wir den Punkt beenden. Ein kleines Thema habe ich noch. Thema deutsche Spieler in Anfangsformation. In der Bundesliga habe ich ja gestern gesehen, da war ja so, dass ganz wenig Deutsche. Was mir bei Werder aufgefallen ist, ich mache das Thema jetzt einfach mal auf, wo man auch, ich will nicht sagen stolz sein drauf kann, was ich aber auch gut finde,
Es waren meiner Meinung nach 6 Deutsche am Freitagabend in der Startaufstellung. Ne? Es war ein Jung, es war ein Rapp, es war ein Füllkrug, es war ein Duxch, es war ein Mebom. Hat man nicht noch einen Deutschen? Nein, 5. 5, waren es 5 dann. Okay, aber knapp unter 50%, sage ich jetzt mal so. Aber das finde ich schon, für mich persönlich, ich weiß nicht, ob ich dazu altmodisch bin oder was, das finde ich aber so nebensächlich, ist jetzt nicht das wichtigste Thema überhaupt, aber das finde ich Weiser war doch noch in der Anfangsaufstellung, also 6. Deutscher. Ne, du hast ja gesagt, Füllkrug, Duxch, Weiser, Mbom, Rapp. Jung noch, Entschuldigung, hast du recht. Jung, genau, sag ich doch, 6, doch über 50, Entschuldigung, doch über 50%. Siehst du, Randthema, aber ich finde sowas, als Altinternationaler, sag ich jetzt mal so, finde ich das, freut mich, dass über 50% Deutsche da von Anfang an spielen. Finde ich eine gute Sache, muss ich ganz ehrlich. Da kommt ein Bittencourt rein, der ein Deutscher ist, dann kommt ein Schönfelder rein, der ein Deutscher ist. Ja, groß. Ganz anderes Thema, was wir noch nie darüber gesprochen haben, aber finde ich jetzt mal interessant, das wollte ich mal reinbringen, bin ich irgendwie stolz drauf. Ja, es ist interessant. Ich glaube, du hast vielleicht in der zweiten Liga auch nochmal oder guckst nochmal anders. Es geht ja immer das Thema der Nachwuchsarbeit und dass dann oft halt auch ausländische Spieler geholt werden und da so ein bisschen die deutschen genau. Talente dann in der ersten Liga nicht zum Zuge kommen. Es ist ja auch so, weil auch andere Länder genau. deutlich bessere Jugendarbeit machen. Sehe jetzt gerade die Franzosen, die sehr viele rausgebracht haben, oder die Engländer, die haben auch sehr viele genau. junge Spieler. Genau. Da kann man ja noch in Dortmund gucken. Ja, also, aber das ist auf jeden Fall positiv, aber man merkt halt vielleicht auch, dass die Deutschen einfach nicht das Niveau haben, um halt sich so in der Masse, gerade als junge Spieler in der ersten Bundesliga durchzusetzen, muss man vielleicht auch so sehen. Ne? Ja, nur ich fand es nochmal, will ich nochmal unterschreiben, auch für die User, finde ich eine richtig gute Aktion, kann ich stolz auf den Verein wieder sein. Genau, dann, wie gesagt, für uns auch noch ein bisschen, klein bisschen kürzer, gibt es aber noch mal News und Aktuelles, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Und von daher würde ich sagen, euch eine schöne Zeit. Könnt ihr ein bisschen Nationalmannschaft gucken, wer will. Und Schlussworte wieder an dich, Scoop, wie immer. Jawohl. Hau einen raus. Genau, Schlussworte, die auch direkt an die User gerichtet sind, die Schlussworte. Punkt 1 nochmal Erinnerung, wir haben leider bisher erst 3 Feedbacks bekommen zu den Fan-Treffen. Wie gesagt, möchte ich euch noch mal ein bisschen mehr aus dem Buschen kommen. Wie gesagt, auch wenn es nicht stattfindet, einfach möchte ich mal Feedbacks haben. Habt ihr Lust darauf? Habt ihr nicht da Lust drauf? Mit 3 Antworten können wir jetzt halt nicht umgehen. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Deshalb möchte ich euch noch mal motivieren, dass ihr zu dem Fan-Treff was reinschreibt. Gute Idee, keine gute Idee. Und natürlich ganz, ganz wichtig, ich möchte eure Meinung hören. Das spreche ich euch jetzt direkt an. Der Sepp und ich haben es gerade lang und breit diskutiert. Was sagt ihr denn zu den 4 Tagen Trainingspause, die Markus Anfang jetzt den Profis gönnt? Ganz wichtig möchte ich da eure Meinung zu wissen. Und meine berühmten, allerberühmtesten, die berühmtesten Worte von mir im Leben: lebenslang grün-weiß. Wo die Riese einen großen Bogen macht. Ja, natürlich macht die einen Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. Das ist meine